bei der Bezirksregierung vor. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie schnell der Haushalt des Landes dann auch kommt und dann die Mittel auch freigegeben werden. Wir haben ja, was war das, für Hartampfgarten den Antrag schon im, umgekehrt, für Gummerod. Für Gummerod haben wir den Antrag ja im vorigen Jahr schon eingereicht. Das ist jetzt eine Sache, denke ich mal, dass das in 2014 dann entschieden wird. Und vielleicht auch nochmal, das ist halt recht kompliziert. Wir leben in Deutschland. Sie können nicht so ohne weiteres einen Antrag stellen, sondern Sie müssen erstmal den Nachweis erbringen, dass keiner in der Lage ist, das auskömmlich ohne Fördermittel zu tun. Also das heißt, es gibt ein sogenanntes Markterkundungs- bzw. Interessenbekundungsverfahren. Da werden dann entsprechende Anzeigen in der Zeitung geschaltet, ob jemand bereit ist, das ohne Fördermittel zu machen. Das ist aber dann für diese Bereiche keiner bereit. Und dann ist der nächste Schritt, dass man sich dann an das Land wendet mit einem entsprechenden Antrag. Natürlich, sage ich mal, wird es da auch eine gewisse Priorisierung geben. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Topf ist, der da für 2014 aufgelegt wird, aber nochmal, für uns ist ja erstmal wichtig, dass wir diesen Weg beschreiten, und im Übrigen, auch das sollte man nochmal sagen, das ist ja auch erklärtes Ziel auch des Bundes, der Bundesregierung, hier das Thema oder sogar der EU, das im ländlichen Raum zu befördern. Man kann dann hoffen, sage ich mal mit einem kleinen Grinsen, dass auch nach den Wahlen, die jetzt stattgefunden haben, oder die Europawahl kommt ja noch, dass diese Förderprogramme nicht nur weiter aufgelegt, sondern aus meiner Sicht müssen sie auch ausgebaut werden. Und nochmal, die Summen, die Sie natürlich hier verbauen, die sind schon gewaltig. Ne? Es gibt aber kaum eine bessere Infrastrukturmaßnahme, die es zu unterstützen gilt, auch um die Wettbewerbsfähigkeit des ländlichen Raumes zu erhalten und auch die Kommunikationsfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger. Nochmal so dieses Bild, Internet als Tor zur Welt, die, sag ich mal, Bürgerinnen und Bürger im ländlichen Raum sind ja keine Bürger der zweiten Klasse. Ja? Die haben genauso einen Anspruch an den, sage ich mal, Segnungen der Technik teilzunehmen wie andere auch. Und sie müssen es auch tun, sage ich mal, um ihren Arbeitsplatz zu erhalten, die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Firma. Und wir leben halt in einer Wissensgesellschaft. Ich kenne es nur auch heute von der Schule, von den Kindern. Ein guter Teil der Dinge kann man jetzt gut finden oder nicht. Da ist es halt, ne, bei den Hausaufgaben, ne, guck mal bei Wikipedia unter nach Karl dem Großen, was weiß ich. Die Quelle ist nicht immer zuverlässig. Nee, das ist ein anderes Thema, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ne? Aber es ist wirklich ein knallharter Standortfaktor, und von daher bin ich einfach nur froh und dankbar, dass wir da jetzt heute hier gehörig weiterkommen.